Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn und natürlich auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge haben wir eigentlich die Erprobung gewonnen, bloß ich glaube, das hat keiner mitbekommen. Wir sind überfallen worden an unserem Siegeszug. Rost ist getötet worden und wir sind jetzt in einem Berg und müssen wahrscheinlich hier rausfinden irgendwie und unseren Fokus wiederfinden. So, schauen wir mal, ob wir den wiederfinden. Ich muss meinen Fokus finden. Ja, ich weiß. Okay, hier geht's nicht weiter. Wir sind aber in einem Berg anscheinend drin. Warum ist da so eine mechanische Tür? Also elektrische? Die haben uns jetzt irgendwo hingebracht. Meine Sachen, gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, okay. Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Ich sehe meinen Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Okay, ich würde sagen. Tür öffnen. Aber wir schauen erstmal hier hinten lang. Ich muss weitersuchen. Okay, hier ist nichts mehr. Ich empfange eine Art Signal. Oh, sieht das geil aus. Das sieht hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Die Nora haben diesen Ort nicht erbaut. Es waren die Alten. Hä? Aber warum? Da, mit meinen anderen Sachen. Okay, Sachen haben wir wieder zurück. Aber unsere Ressourcen sind auch alle da. Bogen. Okay. Ja, heute. Was kannst du mir zeigen? Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Okay, die haben irgendwas gesucht anscheinend. Das wird wahrscheinlich ich sein, die Zielperson. Wer sagt, dass ich genauso bin? Okay. Wie ist das möglich? Dann Beeilung, ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Das ist ja ihre Mutter. Ihr dürft nicht länger auf Ted hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Ein Sichter könnte es vielleicht sein, gell? Klar. Bist du meine Mutter? Ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Ist vielleicht auch von dem Volk der Carja. Ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Okay, wir haben noch alles. Hier haben wir nichts. Okay, dann müssen wir uns wiederholen. Folge Teressa. Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah.
Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Was? Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Da bin ich ja irgendwie... so künstlich oder sowas. Keine Ahnung, künstlich. Gezüchtet worden. Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Berges... Vielleicht ist es ein unterirdisches Labor oder sowas? Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Mutter? Oh! Geht ich gleich auf den Boden zum Beten hier. Identity-Scan wird durchgeführt. Bitte? Die Göttin spricht. Wie die Frau dich sah. Ach, deswegen sollte sie sterben wahrscheinlich, dass sie die Tür nicht öffnen kann. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Irgendwas fehlt noch anscheinend. Wir haben ja 99,47% gehabt. Vielleicht ist sie noch zu jung. Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Was für ein Ding? Und wie sollte das Was? Gehen? Du hattest Visionen? Von einer Frau mit kurzem Haar? Ja. Die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden, am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebt im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Oh. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein.
Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Deswegen auch die riesen Knarre da dran anscheinend. Ja, und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Okay. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Die alte Schachtel, die mir am Sack. Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Kriehe. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Norath-Dammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Naja, ich glaube, so hat sie sich das nicht vorgestellt, in den Stamm zu kommen. Ich bereite die Hymne vor. Aber es hilft ja nicht. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Gibt es andere Sucher? Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Okay, meine lieben Quests. Ich kann also überall hin, ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Verdorbene Lande? Warum nennt ihr die Lande jenseits des Noralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Unsere Vorfahren. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine.
Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Okay, Rost. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Okay, ich sollte jetzt gehen. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa. Tirsa. Für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Kannst du mir nächstes Mal ein paar Waffen geben hier? Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Reinigt euer Herz. Urmutter wird uns vergeben. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Wie ausgestoßen. Ja. Sie hat also überlebt. Wenn wir die Hymne nur inbrünstig genug singen, wird sich die Göttin sicher erbarmen. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. Oh, es schüttet wie aus Eimer. Oh ja, so schlimm regnet es auch nicht. Geh, okay, Leute. Ich mache mich mal voll. Okay. Ich nehme das Zeug hier noch ein bisschen mit. Und speichern auf jeden Fall mal. Aloy! Tab? Der Urmutter sei Dank. Du bist am Leben. Ich hörte davon, aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Du trägst sogar die Tunika, die ich genäht habe. Welche Ehre. Gerüchte verabschieden, warum bist du hier? Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht, solange ich die Pfade der Krieger meide. Stimmt's? Macht mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Warum sollte Resch nicht helfen? Naja, er sagt gemeine Sachen über dich. Bin ein mutterloser Fluch, Ausgestoßene. So in der Art. Ja. Ich wünschte, er wäre nicht Kriegsherr, aber Sona verschwand nach dem Angriff. Sie sagen, sie verfolgte die Mörder ganz allein, ohne Hilfe. Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist. Und beinahe tot. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch, du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein. Sie haben auch Bast und Vala erwähnt. Und Rost. Der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich. Und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch. Er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Okay. Ich muss jetzt gehen, Tab. Mach's gut, Aloy. Ich dachte, kann mir noch ein bisschen Rüstung verkaufen.
Wir nehmen jetzt auf jeden Fall noch alles mit, was geht. Weil wir wollen ja dann gut gewappnet sein. Urmutter, höre die Stimme deiner Kinder mit dieser Hymne. Okay, uns fehlt immer noch die Lohe. Na, geh hoch da. Auch noch was, das nehmen wir natürlich auch noch mit. Die Ausgestoßene nähert sich. Ignoriert sie. Setz den Bericht fort. Es soll im Becken angeblich einen Dämon geben, ein Ding aus dunklem Metall, das alle Maschinen verderben kann. Wo ist er hergekommen? Man sagt, er durchbrach die Tore des Beckens. Wer ist Mann? Okay, ich würde sagen, ihn stoppen, aber der Dämon war zu schnell, zu mächtig. Varl ist närrisch mit seinem Tor. Hier, bei Mutters Wacht, leisten wir unseren Widerstand. Bis hier sind es 8 Gruppen aus. Na, ich muss da hoch, oder was? Und mehr sind unterwegs. Gut. Alle wahren Nora werden gemeinsam die Hymne singen. Und wie komme ich denn da hoch jetzt? Mein Gott. Bitte. Ach, hier ist Lady, der werde ich sehen. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Seit ich eine Sucherin wurde. Seit ich eine Sucherin wurde. Öffne das Tor. Du, Sucherin? Sind Tirsa und Jessa jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Du bist ein Niemand. Wenn du Tirsa und Jessa für Verräter hältst, warum gehst du nicht hin und sagst es ihnen? Oder sprichst du nur so auf, wenn keine Vorgesetzten da sind? Ich bin der Nora-Kriegsherr. Und ich bin eine Sucherin. Also tu, was ich sag und öffne das Tor. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Will ich auch mal sagen. Was war das? Na, Wächter. Ich denke mir, dass jetzt kein Siegezahn kommen wird. Manipuliert. Der Göttin, was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Oh. Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon! Urmutter, gib uns! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er! Super Training nicht mehr hoch, oder was? Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Alter. Boah.
Alter. Okay, Leute, ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge an, ob wir das da schaffen. Bleibt dran. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ansonsten, jo, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.